Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich habe hier aus dem aktuellen Paket die Elefant Brezels with Twist, also Brezelstangen mit getreten Dings heißt das auf Deutsch, mit Tomate und Caraway Seeds. Keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall mit Tomatengeschmack. Ich habe schon welche probiert. Die schmecken ja auch nicht schlecht. Die schmecken geil. Und wie man ja sieht, mit Kümmel. Aber ich habe da auf den Dingern keinen Kümmel gesehen. So, ich nehme mal hier einen raus. Und so sehen die hier aus. Ja, das Salz sieht man. Hier das Weiße, da ist das Salz. Kross gebacken sind sie auch schön dunkel. So, mal abbeißen. Knusprig sind sie. Salzig sind sie auch. Aber da fehlt es ein bisschen an Tomatengeschmack. Haben die da auch Kräuter drin? Ne? Warte mal. Mit Tomate und Kümmel. Ja, hier steht noch mal. Mit Tomate und Kümmel. Ich habe leider jetzt die Tüte schon aufgemacht. Da sieht man nicht, ob da irgendwelche Kräuter drin sind. Aber nach Kümmel schmecken sie. Aber der Tomatengeschmack ist einfach nicht da. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Vielleicht haben die getrocknete Tomaten genommen, aber hier sind ja frische drauf. Ist auf jeden Fall mal was Neues, Jörg, weil das gibt es hier im Osten nicht. Wir waren ja heute einkaufen und da habe ich sowas hier nicht gesehen. Hier gibt es hier von Chio die Nachos, von Fanny Frisch irgendwelche Paprika-Chips und sonst was. Also die von Elefant gibt es hier auf jeden Fall nicht hier. Also die Brezelsticks mit Tomate und Caraway Seeds, keine Ahnung, was das heißt. Ich kann kein Englisch, aber die Dinger sind geil. Wie gesagt, also das heißt wahrscheinlich Kümmel. Okay. So. Also wie man hier sieht, hier ist kein Kümmel drauf auf die Stangen oder auf den Stangen. Nur Salz, aber trotzdem, die schmecken geil, Jörg. Die kannst du mir gerne nochmal schicken. Ich weiß ja nicht, ob davon noch andere Sorten gibt. Also wie gesagt, hier im Osten gibt es dieses Elefantzeug nicht. Ich habe da heute ja schon geguckt. Aber die schmecken gut, Jörg. Die kannst du mir gerne nochmal schicken. Hier innen drinne, wenn das hier nicht so blenden würde, sieht man, dass die leicht rot sind. Das ist durch die Tomate. Wenn das hier mal ein bisschen scharfer band. So. Im Video sieht man das ja nicht, dass die hier leicht rot sind in der Mitte. Aber live, wenn man das live sieht, sieht man, dass die ein bisschen rot sind. Das ist von der Tomate. Aber die schmecken ja nicht schlecht. Wie gesagt, der Tomatengeschmack ist ein bisschen wenig. Aber der Kümmel und den ganzen Kram, der ist hier drauf. Und den schmeckt man auch. Wie gesagt, ein bisschen der Tomatengeschmack fehlt, aber ansonsten sind die ganz lecker. Geil. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es davon noch andere Sorten gibt, Jörg. Aber wenn es davon noch andere Sorten gibt, die kannst du auch mal kaufen und mir schicken. Also die Tomatendinger sind ja nicht schlecht. Wie gesagt, fehlt nur ein bisschen an Tomatengeschmack. Ansonsten sind die Dinger von Elefant ja nicht schlecht. Danke dafür, Jörg. Und hier sieht man nochmal eine aktuelle Dose aus dem aktuellen Paket. Ja, da hinten läuft mein Sputnik. Danke dafür. Und ich gucke jetzt mal mit euch in dem Essenstestvideo, wie viel Liter das sind. Da sieht man es. 0,33 Liter Dosen sind das. Also keine 0,5er Dosen. Ist ja klar, mit Pfand ist ja bei fast allem jetzt, ist ja bei allem jetzt Pfand. Aber um das Pfand jetzt nicht, es geht hier um die Liter. Das sind 0,33 Liter. Also
Keine 0,5 Liter. So. Das war mein Essenstest-Video und von der Dose das Video. Danke fürs Zusehen.